Herzlich willkommen zum Vortrag über interaktive Erklärvideos. Wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, dann gebt doch einfach in der Suchleiste eures Browsers ein "Mich interessiert die Qualifikation oder das Profil von Konrad Rennert". Heutzutage wird nach effektiven und kostengünstigen Methoden gesucht, wie man Inhalte vermitteln kann. Und da sind die H5P-Erklärvideos, die interaktiv sind, eine hervorragende Option, zumal sie sehr kostengünstig sind. In diesem Vortrag, da möchte ich euch diese interaktiven Erklärvideos näher bringen und will zeigen, wie man selbst passende erstellen kann oder etwas auswählen kann. Es gibt ja ein riesiges Repertoire bei YouTube oder an anderen Videoplattformen. Die kann man hier alle einbeziehen, wenn man die Rechte berücksichtigt oder das, was die Inhaber der Rechte eben erlauben. Wir werden uns auch mit der KI-unterstützten Transkriptproduktion beschäftigen. Die gibt es zum Beispiel bei YouTube. Diese implementierte KI ist dann auch dafür verantwortlich, dass der Text, der da aufgezeichnet wurde, dass der in praktisch jede andere Sprache, die es auf der Welt gibt, automatisch übersetzt werden kann. Wenn ich das kurz erklärt habe, dann werden wir auch besprechen, wie man aus dem Transkript dann passende H5P-Lückentexte ableiten kann, die man dann dazu verwendet, um die Behaltensleistung zu erhöhen und vielleicht auch eine Sprache oder eine Fremdsprache zu lernen. Das ist aber dann der Effekt, der nebenbei eintritt. Ich werde auch zeigen, warum WordPress, das ist die am weitesten verbreitete Internetplattform weltweit, warum die als ideale Entwicklungsumgebung eingesetzt werden kann. Das Fallbeispiel, was ich euch zeige oder die wir dann vielleicht später noch gemeinsam erstellen können, die sind auf meiner persönlichen WordPress-Website entwickelt. Das ist hervorragend, weil das kostenlos ist und man kann das herunterladen. Man kann das auch auf Moodle-Plattformen, die man als Trainer oder als Kursleiter nutzen kann, die kann man dort hochladen und da beispielsweise eine Lernerfolgskontrolle machen. Als Lehrer, Ausbilder, Fachkräfte, dazu zähle ich natürlich auch Studenten, könnt ihr an meinem ersten kostenlosen Workshop zu diesem Thema teilnehmen. Der Titel wird sein "Fortgeschrittene Features von Word mit Fallbeispielen aus der Wikipedia erklären". Das habe ich schon mal begonnen und das kann man dann gemeinsam fortsetzen. Da könnt ihr euch auch selbst passende Themen aus der Wikipedia oder aus anderen entsprechenden Werken raussuchen, um dann daraus ein Erklärvideo zu machen, einen Vortrag und daraus dann beispielsweise ein interaktives Video zum Thema H5P. Und wenn wir das dann gemeinsam gemacht haben, dann ist natürlich auch eine Option, damit das dann für die Allgemeinheit zugänglich ist, dass man das bei der Zentrale für Unterrichtsmedien bei Zumde hochlädt. Am Ende des Vortrages werde ich auf den Zeitaufwand eingehen, der nötig ist, um solche interaktiven Erklärvideos zu produzieren. Das kann man dann, wenn man Routine hat, mit einem Dreisatz machen. Man sieht, wie viele Minuten man braucht, um ein Thema zu erklären per Video und wie aufwendig das ist, daraus dann solche Lückentexte abzuleiten. Das lässt sich dann also auf jedes andere Thema transferieren. Doch zunächst möchte ich hier die Logos erklären, die ihr hier auf der Folie seht. Dazu ist zu beachten, diese Logos sind in der Regel urheberrechtlich bzw. markenrechtlich geschützt. Das sage ich hier. Ich habe sie dennoch verwendet, weil ihr damit einen Wiedererkennungswert habt. Ihr erkennt sofort die App, die damit gemeint ist, die sich dahinter verbirgt. Und das will ich jetzt noch mal kurz erklären. Fangen wir hier oben an.
PowerPoint, das Logo sehen wir hier, ist gelb hinterlegt, genauso wie WordPress. Das ist das Minimum, womit ihr euch beschäftigen müsst, wenn ihr sowas machen wollt. PowerPoint ist ideal, um ein Video wie dieses hier im Vortrag zu produzieren, auch als MP4-Datei. Und das kann man dann hochladen. Und WordPress braucht man dann auf jeden Fall als die am einfachsten zu handhabende Entwicklungsumgebung. Das ist also hier auch gelb hinterlegt. Das andere drumherum ist nice to have, so sage ich das immer mal, aber ist auch sehr nützlich, um hochwertige Videos oder Erklärvideos, die interaktiv sein sollen, zu machen und alle Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Und dabei möchte man sich natürlich auch vielfältige Möglichkeiten unterstützen lassen. YouTube habe ich eben schon erwähnt, transkribiert hochgeladene Videos und ermöglicht das auch, dass praktisch alle Sprachen der Welt in den Untertiteln erscheinen. Das geschieht automatisch. Word ist natürlich ganz wichtig. Die Texte für die Lückentexte müssen vorbereitet werden. Rechtschreibung, Grammatik soll automatisch überprüft werden. Da ist natürlich Word das Mittel der Wahl für die Bearbeitung von Texten. DeepL, das wissen die meisten von uns, ist die automatische oder die maschinelle Übersetzung, die hochwertige Ergebnisse produziert in kürzester Zeit zum Nulltarif, wenn man da nicht ganz lange Texte hat. Das ist also das, was ich auch häufig einsetze in diesem Zusammenhang. WordPress habe ich eben schon mal erwähnt. Ganz wichtig für die Zusammenarbeit in diesem Projekt ist eine Videokonferenzsoftware. Ich habe früher jahrzehntelang auch Live-Seminare durchgeführt. Das heißt, die Teilnehmer waren mit mir in einem Raum. Das ging ja damals auch nicht anders, weil das Internet noch nicht da war oder noch nicht schnell genug war, um hier global Videokonferenzen durchzuführen. Ich habe hier drei Plattformen genannt. AlphaView kenne ich am besten, weil da arbeite ich auch für ein Karlsruher Unternehmen. Und da ist AlphaView natürlich die optimale Wahl, wenn es um datenschutzrechtliche Aspekte geht. Das ist komplett in Deutschland gehostet. Da gibt es dann auch keine Bedenken beim Thema Datenschutz. Die kann es geben, wenn man Produkte wie Teams von Microsoft einsetzt oder Zoom. Amerikanischen Ursprungs ist beides. Und das ist natürlich dann unter Umständen ein Thema, wo man drüber nachdenken sollte. Ich habe aber keine Bedenken, wenn sowas stattfindet, dass ich da mit Teams oder mit Zoom mit den Teilnehmern kommuniziere. Moodle habe ich eben schon mal erwähnt. Das ist die Plattform, die an den meisten Einrichtungen, ob Schulen oder Universitäten oder andere Bildungseinrichtungen, das ist da am meisten vertreten. Und da kann man alles, was man mit WordPress hier in Sachen H5P produziert, sofort hochladen. Man braucht allenfalls noch eine passende Überschrift. Und dann kann man da seine Tests oder Selbsttests, seine Lernerfolgskontrollen hervorragend mit konfigurieren. ChatGPT ist natürlich in jeder Hinsicht ein willkommener Helfer. Ich nutze es, wenn ich Stichworte habe, habe damit vielleicht auch schon kurze Sätze formuliert, um das schneller zu strukturieren, Rechtschreibung und Grammatik zu testen, eventuell auch eine Übersetzung. Das lässt sich damit machen. Das ist natürlich ein Tool, was in Zukunft immer größere Bedeutung haben wird. So, jetzt haben wir hier alle Logos erklärt, hier auf der Titelfolie. Das war auch die Folie, die ich am längsten vorgetragen habe. Jetzt kommen die anderen Folien und da will ich das, was ich eben schon mal angerissen habe, näher beleuchten. Hier auf dieser Folie, da seht ihr die Erklärvideos zum Thema Word-Aufbaukurs. Den habe ich vor anderthalb Jahren etwa, also vor dem Ukraine-Krieg, für Mitarbeiter einer Landtagsfraktion durchgeführt. Insgesamt sind die knapp eine Zeitstunde lang, also 53 Minuten genau. Und die habe ich hier verwendet, um daraus Fallbeispiele zu kreieren. Die könnt ihr euch auch hinterher anschauen. Das ist alles in der Beschreibung zum Video dann abrufbar. Es sind 8 Videos und da sind dann 3 auch schon von mir umgesetzt. Zu diesen 8 Videos habe ich
die Transkripte erstellen lassen und habe auch manuell mal drüber geschaut, damit da möglichst wenig Fehler drin sind. So etwas seht ihr hier. Das kann jeder, der Autor ist und bei YouTube was hochgeladen hat, schnell bearbeiten. Er kann das auch bereitstellen, wenn er das möchte, damit jeder, der Interesse an dem Video hat, dieses Transkript zum Beispiel auch verwenden kann, um da die eben besprochenen Lückentexte daraus abzuleiten. Hier sehen wir, was ich da gemacht habe. Die Lückentexte, die kann man auch machen mit den Transkripten, die ich hier schon übersetzt habe, ins Englische, ins Französische, auch ins Ukrainische. Zusätzlich sehen wir hier, gibt es noch eine ganze Menge anderer Sprachen. Es sind so fast 200, die hier bei YouTube automatisch übersetzt werden können. Wenn es dort ein Transkript in der Sprache der Aufnahme gibt, dann sind die automatisch übersetzt. Da ist die künstliche Intelligenz im Hintergrund, die maschinelle Übersetzung, sehr leistungsstark. Schauen wir uns dieses an. Da sieht man, da geht es um Word. Da habe ich das Transkript kopiert, habe da Worte markiert für die Lückentexte, die erkennt man an den Sternchen. Und davor ist dann die Frage mit den Worten, die da eingesetzt werden sollen, damit das dann hinterher schnell geht. Wenn diese Transkripte vorliegen, dann ist so ein Text, der vielleicht 2 DIN-A4 Seiten lang ist, innerhalb von 1 bis 2 Stunden als Lückentextantwort verarbeitet. Das heißt, alle 4 bis 5 Zeilen spätestens sollte man eine Pause machen, wo man dann prüft, ob das, was gerade vorgetragen ist, auch verstanden wurde. Ich sagte ja schon, das geht auch in Fremdsprachen, weil diese Texte, wenn sie dann einmal vorliegen, sind heutzutage mit maschinellen Übersetzungen in hoher Qualität schnell übersetzt. DeepL nannte ich ja da schon. Auf dieser Folie habe ich einen Screenshot der WordPress-Entwicklungsumgebung gebracht. Das seht ihr, das ist ja meine eigene Plattform, die ich da verwende. Da muss man nur das H5P-Plugin, was kostenlos ist, installieren. Und dann hat man hier die Möglichkeit, das, was ich eben gerade in der Word-Datei habe, innerhalb von kürzester Zeit als Lückentext zu verarbeiten. Auf dieser Folie sehen wir dann auch, wenn das eingesetzt ist, wie das rüberkommt. Wir sehen hier oben die ersten 3 Zeilen. Da ist die Frage und die Worte, die da unten im Text eingesetzt werden sollen. Und da habe ich ja schon gesagt, wenn man den Text hat, dann ist das schnell getan. Wir sehen unten in einem Balken, wo die Zeitachse etwa dargestellt ist, da sehen wir immer die kleinen offenen Kreise, das sind die unbeantworteten Fragen, und der geschlossene Kreis, der da links von dem aktuellen Standort im Video ist, das ist dann schon beantwortet. Das lässt sich alles in WordPress machen. Dann schauen wir hier mal. Ich habe auch eine Moodle-Lernplattform für mich selbst. Da kann ich das dann testen. Und da habe ich das, was da in WordPress entwickelt wurde, bereitgestellt. Jeder kann, wenn das von dem Herausgeber nicht unterbunden wird, jeder kann solche H5P-Dateien herunterladen, und die lassen sich dann einfach in Moodle wieder hochladen bzw. importieren. Da schreibt man dann noch eine Überschrift drüber und dann steht das zur Verfügung, beispielsweise um Selbsttests oder um Lernerfolgskontrollen damit zu machen. Da kann dann auch derjenige, der für die Plattform oder für den Kurs verantwortlich ist, schnell sehen, wo sind noch viele Fehler gemacht, um da vielleicht etwas nachzuarbeiten, damit die Kursteilnehmer optimal hinterher auch dieses beherrschen, was da vermittelt wurde. Hier sehen wir dann noch einen Screenshot. Ich habe ja gesagt, das ist optional, das H5P-Repository von Zumde zu befüllen mit sinnvollen Unterrichtseinheiten, die dann für alle deutsch sprechenden Unterrichtskräfte oder auch jeden, den das interessiert, zur Verfügung stehen.
am Anfang etwas von Coast und Project Engineering gesagt. Ich habe auch schon gesagt, dass ich hier einen Text verwende, der vom Leben Michail Gorbatschows handelte. Ich habe ja schon gesagt, das ist vor dem Ukraine-Krieg aufgenommen worden und da sind noch keine aktuellen Fakten drin. Und da habe ich dann insgesamt 8 Videos erzeugt, die könnt ihr euch alle anschauen. Die ersten 3, die habe ich zum gegenwärtigen Stand schon mit H5P-Lückentexten bereichert. Es kann sein, das mache ich dann noch für die nächsten 5. Aber meine Idee ist, wenn es Interessenten gibt, die an diesem Thema interessiert sind, nachdem sie sich vielleicht die ersten 3 angeschaut haben, die können sich melden und dann machen wir das gemeinsam. Das heißt, ich stelle alles, was ihr braucht, wenn ihr da mitmachen wollt, zur Verfügung. Und dann machen wir gemeinsam die Erklärvideos interaktiv. Und wenn ihr dann seht, wie einfach das ist, dann macht einfach mal einen PowerPoint-Vortrag, nehmt den als MP4-Datei auf, so wie ich das ja auch hier mache. Dann seht ihr auch, was PowerPoint kann. Ihr seht mich ja hier in dem Kreis, wie ich da vortrage. Das hat PowerPoint mit dem Designer automatisch so vorgeschlagen. Mein PC, der musste nur in der Lage sein, eben mit Hilfe der eingebauten Webcam und mit dem Mikrofon das Ganze noch aufzunehmen. PowerPoint produziert die MP4-Datei und wenn ich da jetzt ein paar Versprecher rausnehmen will, ist natürlich Camtasia eine ideale Sache. Wir sehen hier, was da an Zeit zustande kommt. Die Spalte, die hier gelb markiert ist, das 3. Video zu diesem fortgeschrittenen Kurs für die Fraktionsmitarbeiter, das hat eine Dauer von 6,5 Minuten und wenn ich das dann mit allen Verarbeitungsschritten dann umsetze, einschließlich der Produktionszeit, dann kommt da was zustande. Das sind 8 bis 9 Stunden, die ich benötige, nicht nur um das Video zu produzieren, sondern auch das Transkript zu korrigieren und daraus dann ein H5P-Video interaktiv zu machen. So, das ist also hier das, was hier als vorletzte Folie kommt. Die letzte Folie hat den Titel Interaktive Erklärvideos sind unterrichtswirksam und kostengünstig machbar. Die Einbeziehung von Coast und Project Engineering bietet vielfältige Vorteile bei der Produktion und Planung von Bildungsmaterialien. Durch eine effiziente Ressourcennutzung und die Budgetkontrolle kann der Aufwand und die Fertigstellung von den auftraggegebenen Materialien geschätzt und optimiert werden. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, vor allen Dingen dann, wenn man viele Autoren für derartige Projekte gewinnen und auch anschließend deren Ergebnisse evaluieren kann. Die Verwendung interaktiver Erklärvideos auf Basis von H5P bietet sowohl Schülern und Studenten als auch ausländischen Fachkräften, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten, zahlreiche Vorteile. Sie fördern das Lernen, weil die regelmäßige Überprüfung des gerade Gesehenen und Gehörten durch die Interaktion stattfindet. In der hier als Fallbeispiel gewählten Playlist für einen fortgeschrittenen Kurs für Fachkräfte sind die Teilnehmer angehalten, das Gezeigte unmittelbar mit der eigenen App am eigenen PC nachzuvollziehen. Man sieht und hört es, man vollzieht es nach und überprüft, ob es verstanden wurde. Meine Kursteilnehmer mit Deutsch als Fremdsprache bestätigten mir schon oft, dass diese Vorgehensweise allein deshalb interessant ist, weil man es beliebig oft wiederholen kann und das gegebenenfalls auch noch mit reduzierter Geschwindigkeit beim Abspielen des Videos und bei der Betrachtung der Untertitel in der eigenen Muttersprache. Unzählige Optionen und Kombinationen sind mit H5P denkbar. Ein Beispiel: Man schaltet den Ton ab und betrachtet nur die Untertitel in der gewünschten Fremdsprache und überlegt, ob man den Zusammenhang mit dem Geschehen am Bildschirm oder der Folien, die man da aufgelegt hat, ob man den Zusammenhang herstellen kann. Darüber können wir natürlich in
Videokonferenzen brainstormen. Ich habe ja mehrere Plattformen genannt, die da in Frage kommen. Die E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme, die seht ihr rechts oben am Bildschirm. Wenn ihr vergebens auf eine Antwort wartet, ist eure Mail wahrscheinlich in meinem restriktiv eingestellten Spamfilter gelandet. Wenn ihr dann teilnehmen wollt, schreibt mir einfach eine Ansichtskarte aus eurem Sommerurlaub 2023 und nennt eure E-Mail-Adresse auf der Postkarte. Dann kann ich damit gezielt im Spam-Ordner nachsehen und euch zum Workshop einladen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt über 20 Minuten aufmerksam bei diesem spannenden Thema zugehört. Und damit sage ich dann auch für dieses Mal Tschüss.